Wir wurden 20.44 Uhr unter dem Stichwort Zimmerbrand alarmiert nach Fellbach hier an den Stuttgarter Platz in der Gaststätte Löwenbräu. Bei Eintreffen stellte sich heraus, dass es sich um einen Kirchenbrand in der Gaststätte handelt. Lage beim Eintreffen war dann, dass in der Gaststätte zum Löwenbräu hier am Stuttgarter Platz ein Küchenbrand vorlag. Erstmaßnahmen der Feuerwehr lagen auf der Menschenrettung im ersten Obergeschoss. Hier wurden insgesamt 6 Personen über die Drehleiter gerettet. Parallel wurde ein Löschangriff im Erdgeschoss in der Küche eingeleitet. Das Feuer konnte auch relativ schnell gelöscht werden. Die Personen haben sich beim Eintreffen bereits am Fenster bemerkbar gemacht, waren aber weniger durch das Feuer, eher durch den Rauch, der aus der Gaststätte drang, betroffen. Wie gesagt, aber es bestand zu keiner Zeit Gefahr für irgendwelche Personen durch Rauch und Feuer. Das Treppenhaus war verraucht, es liegt in unmittelbarer Nähe zum Küchenbereich. Und der Rauch drang durch irgendwelche Gäste, die auch über das Treppenhaus die Gaststätte verlassen hat, dann ins Treppenhaus. In der Küche ist davon auszugehen, dass es durch einen Brand in der Fritteuse der Brand ausgelöst wurde. Sämtliche Personen, die sich in der Gaststätte und in Wohnungen aufgehalten haben, wurden vom Rettungsdienst und Notarzt untersucht und dementsprechend einer medizinischen Behandlung zugeführt. Ja, wir haben als Feuerwehr insgesamt 8 Personen gerettet. Es sind aber keine Personen, wie mir der organisatorische Leiter Rettungsdienst gesagt hat, dabei, die jetzt eine medizinische Behandlung im Krankenhaus bedarf. Die Abteilung Fellbach war insgesamt mit 5 Fahrzeugen und 32 Feuerwehrangehörigen im Einsatz.